und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbesuch bei. Heute Gabi Hauptmann. Sie ist Deutschlands bestverkaufende Autorin, hat weit über 10 Millionen Bücher bisher verkauft weltweit und ist in über 30 Sprachen übersetzt worden. Sie lebt hier in diesem wunderschönen Haus in Allensbach, direkt am Ufer des Bodensees. Tja, und weil ihr Lebensgefährte Österreicher ist und bald Mittagszeit ist, habe ich mir gedacht, ich bringe mal ein bisschen was zum Kochen mit. Und zwar wird es Wiener Schnitzel geben. Und er als Österreicher soll uns sagen, ob das hinterher gelungen ist oder nicht. Und jetzt gehen wir rein. So. Da wohnt sie, ich klingle. Warning für Katzen. Es gibt also auch Katzen hier im Haus. Wer stört? Wer stört? Stefan Kühlein. Ah. Hausbesuch bei Gabi Hauptmann. Hallo Gabi Hauptmann. Das freut mich. Danke, dass Sie uns empfangen. Und ich habe was mitgebracht. Das sieht aber gut aus. Wir machen Schnitzel heute. Aber nicht nur, wie ich sehe, oder? Nee, was zu trinken dabei. Guten Bodensee. Das gefällt mir ganz besonders gut. Ich meine in dem Fall. Danke. Kommen Sie rein. Mittlerweile sind wir auf dem Bug, Gabi Hauptmann nennt es den Balkon des Hauses, angelangt und genießen die wunderbare Aussicht auf die Reichenau. Richtig. Ist das die Reichenau? Nicht nur die Reichenau, das ist die Reichenau, das ist der Hegau, das ist die wunderbare Allensbacher Kirche, leider mit einer etwas scheußlichen Fahne davor seit neuestem. Und außerdem habe ich noch einen netten Blick auf Sie. Also. Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Wenn man diese Aussicht jeden Tag genießt, Sie leben seit so vielen Jahren hier, kann man das noch genießen oder wird das irgendwann Alltag? Nee, das ist jeden Tag für mich neu, weil der See ja auch jeden Tag neu ist. Also im Sommer sieht er anders aus als im Winter und im Herbst und tagsüber verändert er sich. Jetzt ist er wellig, leicht wellig. Jetzt hat man die Tage über richtig starke Böen. Da kamen immer so die Böen über den See geschossen. Und jetzt kommen auch schon wieder die Wintergäste aus dem hohen Norden, die Enten. Also es ist jeden Tag einfach anders. Man entdeckt jeden Tag irgendwas. Auch mal ein Stück Plastik, das angeschwemmt wurde und das man dann wieder entfernen kann. Sie sind viel auf Reisen. Ist das dann hier so Ihr Ruhehort, wenn Sie wieder zurückkommen? Könnte man meinen, gell? Ich war jetzt gerade auf einer Pferdesafari in Südafrika und wir hatten 14 Tage nichts außer Pferde unterm Hintern und wilde Tiere, Elefanten, Löwen um uns herum und haben in Zelten geschlafen und du kommst hierher und ich habe als erstes einen richtigen Ausschlag gekriegt, was ich selten habe, so ein pubertäres Merkmal. Weil irgendwo, du kommst hier rein und du denkst, du siehst einen Schreibtisch und du siehst deinen vollen Plan und du denkst, boah, nee, was sind wir in einem Riesenrad gefangen und jeden Tag. Und da nützt dann der Blick raus auch nichts im Moment. Aber jetzt bin ich eine Woche da und jetzt relativiert sich es langsam schon wieder. Ich bin jetzt schon wieder drin. Schon wieder drin. Im Riesenrad, oder wie Sie gesagt haben, oder im Hamsterrad? Im Hamsterrad. Kreieren Sie das selbst, das Hamsterrad? Oder sind Sie mittlerweile so erfolgreich, dass Sie einfach fremdbestimmt sind? Von Managern, von Presseanfragen, von Lesungen? Ja gut, wir kriegen natürlich sehr, sehr viele Lesungen und die sortieren wir aus. Ich mache sehr viel weniger als früher, aber es kommt auch daher, ich schreibe ja normalerweise 2 Bücher im Jahr, eins für den Piper Verlag und dann die Jugendreiterbücher Kaya. Und die müssen ja auch irgendwann geschrieben werden, habe viele Auftritte, viele Einladungen und viele Dinge, die einfach auch, ich habe viele Leser, die mich nach Dingen befragen oder die mir ganze Manuskripte schicken. Das sage ich immer, zu verwechseln das so ein bisschen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich das Manuskript gut finde, heißt noch ganz lange nicht, dass der Verlag das gut findet. Ne? Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, wenn ich ein Manuskript lese. Aber viele denken halt, ich bin die direkte Pforte in den Himmel und dann klingelt das Geld. Das geht halt nicht so. So geht das also nicht, ja. Schade. Das war nicht der eigentliche Grund meines Kommens hier. Ich lese es gern mal durch. Nee, ist das so, dass Ihre Leser wirklich nicht nur mit solchen Anfragen an Sie herantreten, sondern vielleicht auch mit allgemeinen Fragen zum Leben? Ja. Gerade Frauen? Klar. Wieso jetzt eigentlich gerade Frauen? Ganz häufig Männer übrigens. Also Männer haben auch andere Wünsche zum Teil. Ich hatte einen Auftritt beim SWR kürzlich im Nachtcafé und trug rote Socken. Und sofort kam eine Anfrage von einem Herrn, ob er diese roten Socken, die fand er so toll, ob er die haben dürfte. Also solche Anfragen kommen auch. Hm? Also. Andere sind etwas gehaltvoller, die fragen danach nach Lösungen in ihrem Leben oder erzählen mir ihre ganze Lebensgeschichte. Oder gut, ich hatte auch mal einen, der wollte einen Rat haben und dann habe ich mich gesagt, ist komisch, was ist denn das für einer? Hat sich herausgestellt, einer im Gefängnis, der hatte 5 Frauen umgebracht. Also gesagt, da kann ich jetzt auch nicht mehr raten, es ist einfach zu spät. Ne? Hätte er sich mal vorher beraten lassen sollen. Gut, aber es gibt alles Mögliche quer durch. Es gibt auch einen, der wollte mir seine Geschichte verkaufen, weil er eine 100-jährige Geliebte hatte. Und dachte ich mir, wie alt war der Mann? 23, achso, okay. Oder 75, dachte ich mir, ja gut, gibt's alles, warum nicht? Ich meine, das ist jedem seine eigene Lebensgeschichte, auch in Ordnung.
Können Sie das denn alles bewältigen, beantworten? Oder sagen Sie auch manchmal hier, das ist zu viel, diesen Monat habe ich 500 Briefe bekommen, die kann ich gar nicht selber beantworten? Ja, ich habe da so eine komische Einstellung. Ich denke immer, wenn sich jemand an mich wendet, dann möchte ich eigentlich auch gern antworten. So. Das ehrt aber Sie. Aber vor allem die Jugendlichen, also und die Kinder und die Jugendlichen mit den Kaya-Büchern. Also da versuche ich es wirklich, weil das ist so herrlich. Da entspannt sich ja dann, die hören ja dann auch nicht auf. Ne? Wenn ich da eine Antwort gebe, dann kommen ja gleich nochmal drei andere Fragen. Und was richtig schön ist, sie machen sehr viel Kaya in ihrer Schule und schreiben dann irgendeine Arbeit über Kaya. Und da kommen natürlich, da kommen manchmal 50 Fragen. Und dann denke ich mir, nee, 50 Fragen kann ich nicht beantworten. Und dann schreibe ich denen immer zurück, hier meine Telefonnummer, ruf mich an, nimm dir einen Stift, ein Papier parat. Kriegst 10 Minuten Zeit und so. Und dann schreibst du einfach mit. Und dann kannst du das formulieren und dann kannst du es mir nochmal schicken, schaue ich drüber. Und dann sind die Lehrer, das ist das ganz Interessante, die Lehrer sind oft völlig erstaunt, dass die Kinder sich das trauen, bei mir anzurufen, weil sie selber sich das nicht trauen würden. Ne? Und dann haben die natürlich schon mal einen Bonus. Und ich denke immer, schon interessant, dass die Lehrer das dann so als was ganz Besonderes ansehen. Ne? Ich denke, es ist ja ganz einfach, bei mir anzurufen. Hier kommt unser Arnold. Der also. Uhrzeit kommt er immer, hat mich begrüßt. Graureiher, gehört, gell? Und jetzt sucht er eigentlich seinen geeigneten Landeplatz und jetzt hat er ihn auch. Also man kennt sich hier am See, ne? Die Seebewohner. Er sagt Hallo, morgens kommen die Krähen, die sagen auch Hallo. Das haben wir auch schon seit neuestem eine Elster, die sagt auch Hallo. Also ich habe morgens immer zu tun. Gut auf den Schmuck aufpassen. Ja, die bringt was. Achso, ja, die ist abgerichtet, alles klar. Die Nachbarn wissen Bescheid mittlerweile, ja, da fehlt's. Ich denke mir immer, bringt noch was. Aber das, was Sie gerade gesagt haben vorhin mit den Schülern, das finde ich wirklich sehr nett. Wie kommen die dann auf Sie? Recherchieren die im Netz und gucken dann, Die sind ja alle fit. Die sind ja fit, die gucken einmal Kaya und dann haben sie die Bücher und dann recherchieren sie und dann kommt eine Mail über die Homepage. Die Homepage ist so veraltet, ich sollte die schon seit 10 Jahren, glaube ich, mal neu machen. Ich komme einfach nicht dazu. Aber die sind ja da unerschrocken. Ne? Die kommen über die Homepage, über Facebook, über alles. Ich habe eine Facebook-Kaya-Fangruppe. Ich hatte kürzlich mal beim 11. Kaya-Buch, war auch nett. Ich dachte mir, wem signiere ich das jetzt? Habe ja eigentlich schon allen signiert. Und dann dachte ich mir, die ältesten Kaya-Fans, also die waren ja damals 14, als ich anfing. Heute sind die 24, wie meine Tochter auch. Und dann habe ich auf Facebook geschrieben, meine ältesten Kaya-Fans, die ersten, die jetzt schreiben, denen signiere ich das, also denen widme ich das vorne auf die erste Seite. Da kamen gleich mal 50 Namen und dann habe ich gesagt, wir müssen das stoppen, sonst ist das ganze Buch nur voll mit Namen. Ne? Aber das haben wir gemacht, also die erste Seite ist tatsächlich also diesen ältesten Kaya-Lesern gewidmet und das ist natürlich toll, haben sich alle riesig gefreut. Ja, schön. Das sind schöne Gesten, die man dann einfach auch so leisten kann, das macht mir ja auch Freude. Und Valeska, Ihre Tochter, 24, wie Sie gerade gesagt haben, die nimmt immer leibhaftig quasi an diesen Büchern teil. War sie auch damals die Inspiration? Sie ist ja, glaube ich, Vize-Europameisterin im... Der Vielseitigkeit. Vielseitigkeit, genau. Ist sie die Inspiration quasi für diese Serie gewesen? Klar, weil also erstens mal hatten wir damals unter der Claudia Hirling hier in Allensbach einen wunderschönen kleinen Reitstall, der von ihr so geführt wurde, dass die Mädchen, also man muss wirklich sagen, meine Tochter als doppelte Vize-Europameisterin, andere, die in der Dressur oder im Springen wirklich ganz hoch gekommen sind. Und überall, wo diese Mädchen aufgetaucht sind, es hat dann auch mal eine Zeitschrift kam und hat gesagt, man muss einmal über diesen kleinen Stall was schreiben, denn so viele, die da rauskommen und sich dann auch wirklich profilieren. Und man sieht auch den Stil, weil alle haben wirklich Dressur gelernt, auch die Springreiter. Und gehst auf irgendein Turnier und siehst du einen von ihr aus ihrer Schule, dann siehst du, das Pferd ist gut geritten und das ist wirklich toll. Und das war natürlich, aber es ist halt war so ein kleiner Krustelstall. Ich sag mal, da lag mehr irgendwo rum als in anderen tollen Stellen, wo dann die Pferde super in tollen Boxen sind, aber die Pferde haben eigentlich nichts davon und die Kinder auch nicht. Und so gesehen war das einfach so eine Grundlage und die Geschichten sind alle passiert. Das sind wirklich mal, während unsere Kinder noch für das Weihnachtsreiten trainiert haben, kam die Polizei und sagte, es laufen da zwischen Dettingen und Kaltbrunnen 5 Pferde rum, im Schneetreiben, im Winter, in der Dunkelheit, saugefährlich, ob wir die einfangen könnten. Und da sind wir natürlich ausgerückt. Und es gibt also lauter solche Geschichten, die sind wirklich passiert. Und daraus habe ich dann eben diese Kaya-Bücher gemacht und dann eben auch mit unseren Turnieren. Ich konnte ja diese Kinder praktisch mitnehmen. Meine Tochter war bei The Friendship oben, beim Baxterhof oben in Herford. Und da konnte ich diese Kinder, die da nie hinkommen werden, praktisch aber mitnehmen, dass sie das erfahren, dass sie die Atmosphäre kriegen. Und deswegen sind diese Bücher auch so populär und so stimmig. Ja? Mhm. Weil die Kinder sagen immer, dass ich bin Kaya, ne? Weil die fühlt sich auch als Kaya. Und meine Tochter natürlich als Pubertäre, die hat mir ja die Pubertät vorgelebt. Ich könnte das heute ja gar nicht mehr nacherzählen, was da mal so abgeht. Ne? Schon diese kurzen Sätze immer. So.
Also das heißt, Valeska liest gegen und begleitet auch aktiv den Schreibprozess, was die Sprache angeht, der Jugendlichen. Ganz genau, weil ich wollte eben nicht als 50-Jährige eine Jugendsprache ausbeuten, die dann schon wieder lächerlich wird. Ne? Sondern ich wollte eigentlich, dass das so normal ist, wie die auch wirklich untereinander sprechen. Und das war natürlich gut, weil Valeska konnte das natürlich, die hat dann bei einem, also gesagt, Mama, das sagt man heute nicht mehr so oder das sagt man anders. Und, oder das hast du zu oft drin, cool ist gut, aber zu viel cool ist dann auch nicht mehr cool. Ne? Ja. Und naja, und das war für mich auch wichtig, auch die Gedankengänge einer 14-Jährigen. Wie denkt denn die? Ich meine, die verliebt sich ja mit 14 und denkt die noch so wie ich? Gut, ich weiß noch, wie ich mich verliebt habe mit 14. Das war ziemlich scheußlich, weil der hatte sich in meine ältere Schwester verliebt. Die hatte, ich war 14, Blatt wie ein Brett, ne? Sagt man so schön. Und meine damals 4 Jahre ältere Schwester, die hatte eine tolle Figur. Und dieser Idiot hat sich nicht in mich verliebt, sondern in meine Schwester. Oder in die Figur. Furchtbar, ja, natürlich. Furchtbar. Darum weiß ich, wie sowas. Ich habe das noch gut in Erinnerung, wie man sich da fühlt. Und, aber trotz allem könnte sich das da trotzdem verändert haben. Und so gesehen war da mir meine Tochter immer eine tolle Hilfe. Die war mit 14 natürlich auch schon verliebt. Ne? Ich erzähle Ihnen jetzt nicht, wie das bei mir mit 14 war, was ich mich verliebt habe. Das würde mich aber doch interessieren. Das machen wir später. In die Sportlehrerin. Und genau. Die war 24. Genau, oder? Nee, die Französischlehrerin. Witzig. Ja, an der Stelle machen wir jetzt mal einen ganz kurzen Break, liebe Zuschauer. Wir gehen rein in die Bibliothek, quasi ins Schreibzimmer von Gabi Hauptmann, da wo die meisten ihrer Bücher entstehen. Bis gleich. Ja, mittlerweile, wir haben es ja gerade vor der Werbepause gesagt, sind wir ins Allerheiligste vorgedrungen von Gabi Hauptmann. In das Zimmer, in dem nicht nur ihre Devotionaliensammlung quasi steht, also die gesammelten Werke in mehr oder weniger allen Sprachen, in die sie übersetzt worden ist, sondern hier an diesem Schreibtisch entstehen wohl auch die meisten Bücher, die sie schreiben. Ist das richtig? Ja, also wenn ich nicht gerade unterwegs bin und das Laptop auf den Knien habe und egal wo schreibe, am Strand, im Auto, für mich spielt es eigentlich keine Rolle. Ich brauche also jetzt nicht den festen Platz, ich brauche auch kein Ritual. Ich bin da einfach Journalist, der das macht, wenn er gerade Zeit hat. Fertig. Okay, also aus Ihrem alten Leben quasi als Journalistin haben Sie gelernt, die wenigen Zeiten, die dann frei sind, zu nutzen. Also Sie brauchen keine besondere Muße-Situation, um da tätig zu werden? Nee, ich brauche auch keine Abgeschirmtheit. Also es war auch schon so, dass ich im Auto saß in Amerika und wir gesagt haben, wir waren 5 Leute im Auto. Wie lange fahren wir denn? Eine Stunde? Okay, dann nehme ich meinen Laptop und ich schreibe. Das war der Liebesnöter damals und rechts und links, die haben sich unterhalten, zwischendurch auch mit mir. Das stört sie gar nicht und dann sind sie voll drin. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass ich habe schon Abitur gemacht, schon vorher. Meine Eltern haben eigentlich mich immer gerügt und gesagt, wie kannst du lernen, wenn du einen Fernseher anhast und nebenher auch noch Radio hörst und dann auch noch lernen willst. Aber ich glaube, das war eine gute Schulung auf alles, was dann später kam. Also so gesehen macht mir das nichts aus. Jetzt sitzen wir hier oder wir stehen vor dieser, ich habe gesagt, Devotionaliensammlung quasi. Da oben, das sind meine goldene Schallplatten, wenn du so willst. Genau, also in echt Leder eingebunden. Mhm. Ich habe hier auch schon verschiedene Sprachen gesehen, ganz exotische Sprachen auch. Wissen Sie, in wie viele Sprachen Sie übersetzt worden sind? 34. 34 Länder, weil manche Sprachen sind ja gleich. Ne? Also Portugiesisch ist ja nun von dem her gesehen auch in Brasilien gesprochen. Von dem her gesehen ist, in Brasilien war ich lange Zeit auf Bestsellerplätzen, vor allen Dingen mit den Büchern, von denen man es nicht erwartet hätte. Nur ein toter Mann ist ein guter Mann und suche impotenten Mann fürs Leben. Und ich war dann überall dort und habe viel mit Journalisten gesprochen, habe mich auf Händen von oben ohne Männern durch die Copacabana tragen lassen. Gibt Schlimmeres im Leben, oder? Ich fand auch, das war also sehr angenehm. Ne? Hieß dann auch, und das fand ich das Witzige dran, weil dann kam, ich hatte so einen Mann dabei, also ein Elite-Model auch, 25-jährig, der musste immer übersetzen, weil seine Mutter Deutsche war. Und dann sage ich so und was, zu dem Fotografen, was passiert jetzt mit diesen 4 Jungs? Und dann sagte der so zu mir, die sind für den ganzen Tag bezahlt, die können sie behalten. Und das haben Sie dann auch gemacht? Ich hatte keine Zeit. Ich hatte ständig Journalistentermine. Schrecklich. Diese Journalisten, die sind wirklich so zeitraubend. Ja, das Leben kann einen beuteln. Ja, wirklich, ja. Auf welches Buch sind Sie denn besonders stolz? Doch, stolz bin ich auf gar nichts. Das ist irgendwas, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, als ich mein allererstes Auto, einen BMW 2002 TII. In Orange. Ja, da war ich noch, nein, in Gelb, da war ich noch Volontärin beim Südkurier oder gerade junge Reiseredakteurin gefahren habe. Das weiß ich noch, wie ich den gestreichelt habe und dann gedacht habe, verlieb dich bloß nicht zu arg in dieses Auto und sei bloß nicht zu stolz drauf, irgendwann hast du den nicht mehr. Gibt so einen guten Spruch von meinem Großvater, also wenn du die Dinge hast, ist alles auch irgendwann wieder Vergangenheit. Deswegen sei einfach diese Sache, freu dich drüber, aber nimm es nicht so
wahnsinnig ernst. Und so tue ich es auch mit meinen Büchern. Deswegen, glaube ich, auch kommt dieser Erfolg. Weil ich immer gesagt habe, also wenn ich kann ja, ich komme ja vom Fernsehen, ich habe Rundfunk gemacht, ich habe geschrieben. Ich habe immer so gedacht, zu Zeiten, als es das noch gab, ich könnte auch noch ein Anzeigenblättchen machen, wenn nichts mehr geht. Ne? So. Und deswegen war mir das immer ja, herzlich egal. Und so gesehen sind diese Bücher, auch wie Männern, die man an der langen Leine hält, ne? Die dann sagen, ich will aber hinterher. So waren dann meine Bücher eigentlich immer auf meiner Spur. Und deswegen sind es plötzlich so viele. Ne? Ich bin ja selber erstaunt, es sind über 30. Ich weiß es gar nicht wirklich, ich glaube 31. Also immer auf dem Boden geblieben und du weißt, es kann immer auch mal vorbei sein. Wobei mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ja, ich glaube mittlerweile bin ich die dienstälteste Bestseller-Autorin überhaupt in Deutschland, aber was das angeht. Aber ja, aber ich denke einfach, es ist, wie soll ich sagen, es ist kein Beruf, es ist eine Begabung. Und eine Begabung, die Spaß macht, weil ich denke mir als Schriftsteller, also wenn ich mich heute irgendwo einchecke, ich schreibe immer noch Journalistin oder höchstens mal Autorin, weil Schriftstellerin ist für mich überhaupt kein Beruf. Das ist irgendwas, das macht man halt, ne? Ist man aber irgendwie nicht. Also ich zumindest nicht. Fühle mich nicht so. Und wenn Sie diese ganzen Bücher jetzt durchgucken, gibt es da eins, das Sie, sage ich mal, als Ihr Lieblingsbuch bezeichnen würden? Ah, ist genauso schwierig. Also ich mag den Liebesnöter, von dem ich gerade gesprochen habe, sehr gern, weil der irgendwie... ja, ich komme ja, mein Großvater war ja als Karl Hauptmann, also ein Maler, bis heute ein recht bekannter Schwarzwaldmaler. Mein Vater war Grafiker bei Hohner. Ich komme schon so ein bisschen aus dieser malenden Szene auch. Und da geht es ursprünglich um ein Bild. Und vielleicht ist es auch deswegen, weshalb ich da so, ich weiß gerade gar nicht, man sieht ihn ja auch. So, jetzt habe ich keine Brille auf. Ist er das? Ja, das ist er. Man sieht, das ist in so einem Rahmen drin. Und darum geht es dann auch. Ist das einer von den Brasilianern? Das ist einer, ja, den habe ich. Das Schönste ist, wenn ich die Männer aussuchen darf, die auf meine Cover gehen. Und dann kommen die so oben ohne an und dann gucke ich mir die so an und dann sage ich einmal drehen, nee, ist nichts weiter. Und der hat mir gut gefallen. Nein, war ein Witz. Also Sie suchen die nicht selber aus, sondern das macht die Grafik dann. Das ist schade, bei People im Verlag. Vielleicht sollte ich das mal anregen. Als dienstälteste Bestseller-Autorin darf man sowas vielleicht dann auch mal. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind gerade in diesen Macho-Ländern, also in den südlichen Ländern wie Brasilien, sind Sie sehr erfolgreich mit Ihren Frauenromanen. Worauf führen Sie das denn zurück? Ja, also ich glaube, dass eben gerade, also interessant, in Brasilien, ich war wirklich eine ganze Woche da und die Journalistinnen haben sich alle 45 Minuten abgewechselt. Das ist ja verrückt, ne? Und ich hatte dann einen Übersetzer dabei, eben diesen Jungen, und der hat dann irgendwann gar nicht mehr übersetzt, was die mich gefragt haben, und der hat dann schon immer Antwort gegeben. Dann sage ich, was hast du denn jetzt gesagt? Dann sagt er, das hat doch die letzte auch schon gefragt. Und dann hat sich aber auch herausgestellt, dass diese ganzen Frauen alle Chefredakteure haben. Das fand ich dann auch wieder interessant. Die haben die aber losgeschickt zu mir, ne? Obwohl das ja eigentlich ein Tabuthema war. Also in Portugal, ganz witzig, bin ich angekommen. Am Abend hatte ich ganz viele im Grand Hotel, ganz viele kleine Kellner um mich herum. Die haben mich alle betuttelt gemacht, getan. Dann hatte ich die Lesung und am nächsten Tag irgendwas in der Zeitung, ich wusste es nicht, aber ich habe nur gemerkt beim Frühstückstisch, dass mich keiner mehr bedient. Die standen alle da in der Ecke und haben getuschelt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt kann ja mal irgendeiner kommen. Und dann kam auch so ein Kleiner und dann kam er so zu mir her und hat sich so neben mir aufgebaut und gesagt, are you the woman with the impotent man? Und ich dann also hoch und dann gesagt, yes, I am. Und dann ist er wieder zurückmarschiert und ich habe so viel erlebt, das ist so witzig. Möglicherweise lag es einfach daran, dass es ein Tabuthema war und die Frauen es aufgegriffen haben und die Männer eben auch als Tabuthema, weil es einfach irgendein Thema war, das es überhaupt noch nie gab. Ne? Und von dem her gesehen war es interessant, auch in Frankreich, in Italien, in all diesen sogenannten Macho-Ländern war ich ewig mit diesen zwei Büchern oben auf der Bestsellerliste. Also eigentlich unerklärlich, wenn man es genau sieht. Männer spielen natürlich auch privat in ihrem Leben eine Rolle. Sie haben seit 2 Jahren einen neuen Lebensgefährten, Pep heißt er mit Vornamen. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Was muss denn für Sie ein perfekter Mann an Ihrer Seite mitbringen, dass er es bei Ihnen aushält? Bei der starken Frau. Das müssen Sie ihn aber dann selber fragen. Ne? Humor. Also, und er darf sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Also Männer oder auch Frauen, die sich selbst als das Ende der Fahnenstange sehen und danach kommt nichts mehr, das ist ein Gräuel. Also mit denen kannst du auch gar nichts anfangen. Ne? Also eine gewisse Selbstironie muss eigentlich jeder Mensch haben, mit dem ich umgehe, weil ich habe es ja auch. Ich nehme mich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Und von dem her gesehen muss er Humor haben, lebenslustig sein, weltoffen und ein gutes Gefühl für Menschen und für Tiere. Also sag mal, jemanden, der mit Menschen nicht umgehen kann oder mit Tieren nicht umgehen kann, das könnte ich auch nicht haben, weil ich habe hier einen Zoo. Einen Menschenzoo und einen Tierzoo.
zu mir kommen immer alle. Also manchmal klingelt es wirklich hier am laufenden Band. Er hatte dann schon die gute Idee, wir machen draußen mal ein Schild hin, heute geschlossene Gesellschaft oder Ruhetag oder irgend sowas. Ja, aber ich genieße es auch, weil ich bin halt ein offener Mensch. Aber ich kann genauso gut alleine sein. Wie gesagt, jetzt die Pferdesafari in Afrika, da bist du einfach mit einem Pferd alleine und mit vielleicht ein paar Menschen und mit vielen Tieren. Und da brauchst du dann auch nichts. Ne? Also da bist du einfach auch zufrieden, so innerlich zufrieden. So. Von der Seele her, also, da denkst du dann so, boah, was brauche ich eigentlich außer Dreck? Ne? Bist du ja immer dreckig, ne? Irgendwie. Pferdegeruch, Sattelgeruch, ein Pferd, das dir vertraut und Menschen, mit denen du abends ein Gläschen trinken kannst. Mhm. Das ist schon total schön. Seelenfrieden, Gläschen, aber dazu gehört noch was zu essen. Es das ist eine sehr gute Überleitung. Und Gabi hat gerade in der letzten Pause gesagt, sie hat schon richtig Hunger. Also das heißt, es geht jetzt ans Schnitzel zubereiten und wir werden gleich Pep kennenlernen. Der wird uns dann auch sagen, ob das Schnitzel auch wirklich so zubereitet ist, wie das einem Österreicher gefällt. Bis gleich. Mittlerweile sind wir zu dritt. Wir haben Zuwachs bekommen. Pep, schön, dass Sie mit dabei sind, dass Sie helfen, hier die Wiener Schnitzel zu bereiten. Gerne. Sie sind Linzer, nicht ganz Wiener. Können Sie das denn überhaupt beurteilen, wie so ein Wiener Schnitzel aussehen soll? Ja, auf alle Fälle. Also ich als Österreicher weiß das, wie das Original Wiener Schnitzel aussehen soll und wie es zubereitet werden soll. Vor allem, wie es schmecken soll, oder? Und vor allen Dingen, wie es schmecken soll. Das weiß dann ich. Ja. Also das Wichtigste ist mal, dass es Kalbfleisch ist. Haben wir dabei. Genau, dann sollen Petersilienkartoffeln dabei sein und Preiselbeeren. So, Preiselbeeren haben wir auch, Petersilienkartoffeln. Wunderbar. Wir können Petersilienkartoffelsalat machen. Genau, und als Alternative ist es genauso gut. Ist das okay? Ja, absolut. Wir haben jetzt keinen Vogelsalat, wie das bei euch heißt. Also Feldsalat heißt ja. Er bei uns. Ja. Ist das ein Muss oder ist das so eine Kann-Sache in Wien? Das muss überhaupt nicht sein, also das kann sein. Aber wie gesagt, original sind die Petersilienkartoffeln. Okay. Dann legen wir jetzt mal los. Ja. Was brauchen wir? Im Prinzip. Was wir brauchen, das sage ich euch. Denn ihr arbeitet am Ich. Ich bin hier der Küchenhelfer. Sehr gut. Weil man braucht, wer gut kochen will, braucht auch einen guten Kochwein. Danke. Ja? Und das ist ein guter? Und ja, ich meine, den haben sie selber mitgebracht. Das muss ein guter sein. Also ich kenne ihn zumindest. Ich halte ihn jetzt nicht in die Kamera, weil, nein, wir sind weil ja, sonst sind alle anderen wieder beleidigt am beleidigt, See. Aber er kommt direkt vom Bodensee. Ja, ist ein Bodenseewein. Vom nördlichen Ufer, so viel können wir verraten. Ja, schön. Auf ein gutes Kocherlebnis. Genau. Mhm. Ja, das passt genau jetzt zur Mittagszeit. Da legen wir mal los. Wer macht was? Ja, also ich suche eine Pfanne vielleicht. Sie suchen eine Pfanne, vielleicht eine große für die Schnitzel und eine kleine hier für die Speckwürfelchen, die ich gerne in den Kartoffelsalat reinbraten würde. Pep, wollen Sie das machen? Ich mache das gleich mit den Speckwürfeln. Einfach reinschmeißen. In die kleine Pfanne. Genau, da brauchen wir auch kein Fett, da ist ja genug dran. Da ist genug dran. Welche möchtest du, die da? Wie ist die Regel? Möglichst viel Fett in die Schnitzelpfanne, oder? Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig und das sollte nach Möglichkeit sollte das Butterschmalz sein. Das stimmt. Das Original Wiener habt ihr natürlich nicht da und ich habe es auch nicht mitgebracht. Und zwar, wenn man das Schnitzel paniert hat, dann sollte man das Schnitzel nicht warten lassen, sondern sofort ins heiße Fett und der Schnitzel soll dann im Fett schwimmen. Und nach kurzer Zeit leicht schwenken. Weil dann bei bestimmter Temperatur löst sie dann die Panade vom Fleisch. Und dann entstehen so Wellen und dann ist das richtig original. Ach so, siehst du, und ich habe immer gedacht, das müsste das gute Wiener Schnitzel wäre, dass das ganz am Fleisch dran gepresst ist. Nee, ist nicht so. Das ist das Wellige. Die Panade soll sich vom Fleisch lösen und leichte Wellen haben und dann ist es original. Merkst du was? Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Also, dann hätte auch was, wenn ihr jetzt einfach mal anfangen würdet. So machen wir das. Also, wir brauchen vielleicht noch einen Teller mit Milch. So schwenke ich Teller mal. Teller mit Milch. Also Milch haben wir da. Irgendwo war die Milch. Wer hat die Milch versteckt? Ja. Da vorne. Ein Teller mit Milch. Tiefen Teller, wo wir dann die... Also ich mache das immer so, dass ich die Kalbschnitzelchen durch das Milchbad ziehe und dann durch die Panade. Genau. Finde ich gut. Und beim Klopfen ist es wichtig, dass man nicht... den Rand klein klopft, sonst wird das Fleisch trocken. Also einfach nur... Reicht euch das Tellerchen? Ist zu klein, gell? Das ist ein kleines Tellerchen. Ihr bräucht ein größeres Tellerchen. Hm.
Okay. Ja, mittlerweile, Pep hat alle Schnitzel geklopft. 7 Stück fürs ganze Team. So, und jetzt Milch. Eigentlich gehören noch Eier rein, aber die haben wir schon quasi vorgefertigt, in die Panade reingemacht. Und jetzt kommt der Moment. Was ist jetzt der entscheidende Trick? Sofort ins Fett. Das Entscheidende ist sofort ins Fett, also nicht warten lassen, wenn die Panade oben ist, denn sonst klebt die Panade am Fleisch an. Okay, und die soll sich ja ein bisschen lösen. Die soll sich ja lösen. Alles klar. Guck mal, wie gewissenhaft. Ist er im normalen Leben auch so gewissenhaft? Ja, total. Ja? Ja, er ist nämlich kein Zwilling. Schaut schon mal gut aus. Das sieht mal ganz gut aus. Sind die Zwillinge gewissenhaft? Also meine Tochter ist Zwilling, ist vor allen Dingen kann sie sich nie entscheiden. Das ist entsetzlich. Ne? Wenn wir Schuhe kaufen gehen, hat sie links einen Schuh, dann rechts einen anderen Schuh und dann läuft sie so am Spiegel vorbei und sagt, Mama, der ist aber schön. Dann läuft sie so vorbei und sagt, Mama, der ist aber auch schön. Und dann am Schluss, und nach einer halben Stunde sage ich ja schon, okay, dann nehmen wir beide, weil wir kommen aus diesem Geschäft nicht mehr raus. Ne? Und so sind wir Zwillinge. Wir können uns nämlich schon entscheiden, und zwar immer für beide. Das ist das eigentliche Problem von uns Zwillingen. Ja. Okay, Pep ist jetzt hier mit allen Pfannen, die das Haus Hauptmann zu bieten hat, am Start. Nein, nein, wir haben noch mehr Pfannen. Wir haben noch nicht mehr Kochstellen dann zum Schluss. Wie habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt? Das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Das habe ich recherchiert. Stimmt. Gut recherchiert. Ja, wir sind ja beide leidenschaftliche Golfer. Nein, es gibt nur einen leidenschaftlichen Golfer. Ich bin eine Mitgolferin. Okay. Und da gab es eine Charity-Golf-Veranstaltung in Bad Griesbach. Und da waren wir zufällig gemeinsam in einem Flight. Zu dieser Charity-Geschichte wollte ich gar nicht hin, weil es war regnerisch, es war kalt, es war mieses Wetter. Ich hatte zuvor bei wunderbarem Sonnenschein ein Grand Prix gefahren am Großen Glockner. Groß Glockner, in meinem letzten Buch überhaupt nachzulesen. Mhm. Und ich war noch so voll Impressionen, warm, schön. Und jetzt war dieses Dreckwetter, 600 Kilometer nach Bad Griesbach im Regen. Und dann wieder zurück im Regen, kostete ja auch noch richtig Geld. Aber eine Freundin von mir hat gesagt, sie kommt ohne mich da nicht hin und sie würde das gerne mal erleben. Und dann bin ich da hingefahren und wer war in meinem Flight? Also so gesehen muss ich heute meiner Freundin echt dankbar sein, dass sie mich da so geschubst hat. Dass sie richtig hingeschubst hat. Dass sie mich echt hingeschubst hat. So, wo lebt ihr dann hauptsächlich zusammen? Sie kommen aus Linz, aus der Gegend von Linz? Nee, oder? Aus Ried im Innkreis. Ried im Innkreis, das ist also von Passau Richtung Österreich so circa 50 Kilometer. Und dort bin ich gebürtig. Und bin aber seit 2004 in München, aus beruflichen Gründen. Und vorher bin ich immer gependelt nach München, so Wochenende in Österreich und wochentags in München. Und dann 2004 wurde ich dann sesshaft in München und bin auch dann eingezogen in mein Haus. Und 2014 wurde dann sesshaft in Allensbach. So richtig sesshaft oder ist ab und zu doch noch mal München am Start, oder? Bitte? Seid ihr jetzt wirklich zusammen hier in dem Haus oder habt ihr jetzt quasi zwei Wohnsitze? Die meiste Zeit. Man muss allerdings dazu sagen, wir reisen sehr viel und manches Mal sind wir auch in München. Aber ich sage so, der Hauptzielpunkt ist da in Allensbach. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns mal umdrehen, die Schnitzel, nicht, dass die noch irgendwie schwarz werden auf der einen Seite. Oh, das war aber knapp. Das hört sich aber gut an. Vor lauter Reden. Hört sich aber gut an. Gabi, Sie haben vorhin erzählt von Ihren Afrika-Trips. Pferdesafaris, wie kann ich mir das vorstellen? Was erlebt man da? Also die Wildtiere, also Elefanten und Löwen und alles, was da so gibt, die haben sich ja schon ziemlich an Autos gewöhnt. Ne? Die Touristen in den Autos, die werden kaum noch beachtet. Aber Pferde sind ja was anderes, weil Pferde sind ja auch Beutetiere, beispielsweise für die Löwen. Und auch Elefanten. Wir hatten einen Elefant in Mast, das ist einer, der Testosteron geschwängert ist. Die suche impotenten Mann das Leben. Ne? Wissenschaftlich ist bis heute noch nicht klar, warum die das plötzlich sind. Die greifen dann aber alles an, du riechst es auch, die haben auch hier so eine Schweißfahne. Und die greifen dann auch alles an, egal ob Ameise oder was es auch immer ist. Und so einer kam uns in die Quere. Und das ist dann schon spannend. Wenn du also auf 7 Pferden einem angreifenden Elefanten in die Quere kommst, der es auch echt auf dich abgesehen hat, das ist dann schon, da kriegst du wieder so ein Lebensgefühl. Testosteron hat er, aber Adrenalin hast dann du. Und zwar bis in jede Haarspitze. Ne? Und du bist einfach wieder so, du hast nichts um dich herum, es interessiert dich auch nichts. Ne? Du hast Pferde, du hast 2 Reithosen, mehr brauchst du nicht, ein paar Stiefel, ein paar Buschhemden, weil das sind ja so viele Dornen, dass du nicht so zerkratzt wirst und noch eine wetterfeste Jacke. Und abends haben wir dann unsere, weil es so kalt war, 4-5 Grad, meine Freundin und ich haben dann unsere Reitklamotten mit in die Betten genommen, damit die am nächsten Morgen warm waren. Morgens um 4 und morgens um 5 stehst du wieder auf. Ne? Damit die Pferde nicht so in die Hitze gibt es um die Jahreszeit gar nicht, aber dass sie eben noch in einer kühlen Temperatur loslaufen können.
Und das ist was, also das kann man nicht erklären, wenn man es nicht erfahren hat. Ich kann dir mal so ein Video zeigen. Dann, genau, back to the roots. Genau, back to the, total. Ne? Und dann kommst du zurück, ich habe es vorhin schon gesagt, und du bist wieder so in der Zivilisation und du fragst dich dann so bei vielen. Warum machst du das? Wozu brauchst du das eigentlich alles? Ne? Also wenn ich hier reinkomme, könnte ich schon die Hälfte rausschmeißen. Weil ich brauche eigentlich nichts. Ne? Wenn ich eine Weile da bin, ist es auch wieder okay. Man gewöhnt sich ja immer an jede Lebenssituation recht schnell. Aber einen Pep konnte ich jetzt noch nicht dazu bringen. Und alle, denen ich das immer erzähle, die sagen dann immer, seid total verrückt. Ich sage, ja, vielleicht sind wir ein bisschen verrückt. Weil so einen Löwen hinten auf dem Pferd zu haben, ist natürlich auch unangenehm. Aber es ist noch nie passiert. Weil es sind sehr gute Coach. Wir fühlen uns zwar aufgehoben und wir sind sehr erfahren. Und du musst dich aber einfach damit auseinandersetzen, dass die Natur, wie der Straßenverkehr, auch seine Tücken hat. Und du hast eben keine Schutzhülle außenrum, wie hier im Westen der Zivilisation, sondern der kann auch mal durchstarten, der Bulle. Der kann durchstarten. Der hat dreimal durchgestartet. Todesangst? Also hinter uns war ein großer Abgrund zum Fluss und vor uns, bis schon hoch, stand er mit großen Ohren und drei Angriffe quer durch die Büsche durch auf uns. Da ist schon, das siehst du schon mal, wie groß ein Elefantenbulle sein kann gegenüber dir auf dem Pferd. Aber wir müssen halt zusammenbleiben, damit er einfach nur die Masse sieht. Und die Masse, der kann es nicht richtig schätzen. Da weiß er nicht richtig, was es ist. Ne? Das hält ihn dann doch zurück. Und die Nilpferdpeitsche unseres Führers, der aber allerdings nur geknallt hat und dann auch wirklich nach dem dritten Angriff auf ihn losgegangen ist. Und das hat ihn dann zum Zurückziehen gebracht. Allerdings hat er oben auf der Ebene dann auf uns gewartet. Und wir mussten dann einen ziemlich großen Umweg reiten, weil da auf der Ebene dann Herr Erdesieger gewesen. Das wollte man dann nicht drauf ankommen lassen. Aber jetzt stehen wir hier in Allensbach in der Küche. Pep macht fleißig hier. Übrigens, das wollte ich noch sagen, weil das, jetzt machen wir du. Weil ja. Ich glaube, das ist sie jetzt und du, jetzt genau. Ist es wirklich so anstrengend, Gabi. Gabi, Stefan. Pep. Chin Chin. Pep. Chin Chin. Danke fürs Kochen. Bei Kaya, Abenteuer in Afrika, habe ich das alles auch alles geschrieben. Verbraten nicht. Verbraten, nicht, weil wir gerade hier braten, aber geschrieben. Ja, weil, das habe ich vor 2 Jahren schon gemacht und habe gedacht, das ist ein wahnsinniges Thema, eben auch für Jugendliche. Gute Reiterinnen natürlich, darf es nicht gerade runterfallen, das wäre ganz blöd. Ne? Ja, und wenn man das so authentisch dann schreiben kann aus seiner eigenen Gefühlswelt, die man da in sich getragen hat bei diesem Angriff, dann ist das natürlich super authentisch im Buch. Ne? Also ja, also an Authentizität fehlt es mir sowieso nie. Wie ist das mit den ganzen Ideen? Also wenn man da so 2-3 Bücher pro Jahr schreibt und veröffentlicht, ich glaube, Obelix hat mal zu Asterix gesagt, hast du nicht Angst, dass dir die Ideen mal ausgehen könnten? Ach so, hat es Obelix zu Asterix? Ja, ich habe dadurch, dass ich ja viel durch die Welt streife und deswegen muss ich auch immer mal wieder reisen, dass ich Ideen, also die Ideen sind schon da. Aber dass du neue Impressionen bekommst. Also meistens ist das so da, bei mir so, dass die Idee da ist und dass ich anfange zu schreiben. So Schreiben anfange und dann in die Recherche übergehen. Also beispielsweise beim Liebesnüdel, bin ich dann einfach mal 3 Tage nach Stockholm gefahren, um mir Stockholm anzuschauen. Also jetzt, klar, du kannst vieles aus dem Reiseführer entnehmen, aber du kannst nie riechen, wie es da riecht, du kannst nie sehen, wie die Menschen sind, die Freundlichkeit, sind die freundlich, wie ist die Atmosphäre und das musst du einfach mal aufnehmen. Und wie schmeckt eigentlich ein Knochenbrecher in Eriks Gondolen? Und dann gehst du in die Eriks Gondolen und trinkst einen Knochenbrecher und dann weißt du das. Und ich denke, oder auch jetzt beim letzten Buch, zeig mir, was Liebe ist, dann sind wir in drei Tagen. Gut, den Großglockner kannte ich durch meine Oldtimer-Rallye. Aber danach, dann sind wir eben nach Venedig gefahren und sind diese ganze Strecke, die du nachher in dem Buch wiederfindest, sind wir abgefahren, natürlich in 3 Tagen, ziemlich schnell. Auch in diesem Hotel, das ich beschreibe, waren wir. Und für mich ist einfach wichtig, möglicherweise, weil ich mal Reiseredakteurin beim Südkurier war, dass mir keiner nachher kommt und sagt, immer diese Fantasienamen oder Fantasiestraßen, die gibt es ja alle gar nicht. Sondern also man kann meinen Büchern nachfahren wie bei einem Reiseführer auch. Also wenn du da den Straßen hinterherfährst, sie haben auch die richtigen Bezeichnungen, dann kommst du jedenfalls dahin, wo meine Filmfiguren oder Fernsehfiguren, die es nachher sind, hoffentlich 6 Bücher sind verfilmt. Das war gerade meine nächste Frage, die mir auf den Lippen brannt. Ist das dann ein Road-Movie, wenn es bis jetzt nur geschrieben ist? Mit Leska und Valentin sind die beiden Hauptdarsteller in dem letzten Buch. Mhm. Wenn die da ihre Reise antreten, das ist schon das Ziel von dir, dass das mal verfilmt werden soll, oder? Da 6 Bücher verfilmt sind und ich weiß, dass es eigentlich auch schön und spannend ist, der Prozess. Regina Ziegler bekommt jetzt einen Preis in Baden-Baden. Das ist meine Filmproduzentin und wir treffen uns und ich hoffe, dass wir ins Gespräch kommen mal wieder, weil es gab ein paar Jahre keinen. Lag natürlich auch daran, weil der 5-Sterne-Kerl, der zuletzt verfilmt war, wurde am Arlberg so richtig, richtig Geld gekostet hat. Ne? Weil einfach die Witterung, also wenn du im Schnee drehst, da bist du auch nochmal abhängig.
Und da kannst du manches nicht so schnell durchziehen und dann wird's richtig teuer. Ich glaube, sie hatte dann so ein bisschen einen Horror vor mir. Schreibst du die Drehbücher selbst oder im Verbund mit dem Regisseur? Also Hengstparade habe ich zusammen mit Felix Hubi geschrieben. Das hat mir viel Spaß gemacht. Der war gerade auf der Mettnau in Chur. Und wir haben uns dann bei mir auf dem Balkon getroffen und später per Mail hin und her. Also er hat dann so ein bisschen die Liebesszenen ausgeschmückt von mir, weil er ja eigentlich doch der Krimi-Autor ist und nicht umgekehrt. Und dann haben wir immer gelacht, weil ich gesagt habe, du, bei dem Mord können wir vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Und wir hatten also echt eine schöne Zeit. Und ich finde auch, dass es echt ein gutes und wirklich für mich ein richtig schöner Film ist mit Christiane Hörbiger und Michael Mendl. Ich mag den wirklich gern. Wir haben auch noch einen Hengst geliefert, eine Freundin von mir, Tina Trögel. Die hat 5 Hengste hier. Einen haben wir nach Linz gekarrt, wurde in Linz gedreht. Und der hat dann auch noch mitgespielt. Also wir waren echt eine gute Gruppe. Hat Spaß gemacht. Guten Mann hast du auch. Der ist vor allem ein aufmerksamer Mann. Aufmerksam, ja. Ich habe heute Morgen im Morgenmagazin gehört, dass der Unterschied zwischen Ost- und Westmänner sei, die Ostmänner seien eben anfangs nicht so aufmerksam gewesen, es sei da nicht so normal gewesen. Dann habe ich so für mich gedacht, ich mag ja die Ostleute. Ich bin auch wahnsinnig gerne auf Lesungen dort, weil die sind flexibel, innovativ und immer fröhlich. Weißt du, die kommen schon rein und lachen. Ich finde das super offen. Ja. Aber an dem Punkt habe ich gedacht, bin ich doch froh, dass ich einen Wessi habe. Aufmerksam. Ist dein Österreicher ein Wessi oder bist du dann der Südi? Was bist du dann? Ja, du bist eine Mischung. In dem Fall ein Südi. Wann können wir denn essen? Also ich glaube, in 5 Minuten ist es soweit. Alles klar. 5 Minuten. Toll, ne? Wir haben nichts zu tun. Ne? Wir haben nichts zu tun. War anders geplant, wir wollten ja eigentlich helfen, aber... So ist auch perfekt. Alles gut, es war gut organisiert, also es braucht nur noch schmecken. Aber er kennt es schon, ne? Also wir fangen gemeinsam an und ich verplapper mich und beispielsweise jetzt mit dir. Und am Schluss ist alles fertig und dann sage ich, das ist super. So ergänzt man. Danke, Schatz, sage ich. Ja, mittlerweile, Pep hat 7 Schnitzel für uns drei und für unser Team zubereitet. Wir werden es den Tisch decken und es uns schmecken lassen. Das war der Hausbesuch bei Gabi Hauptmann und bei Pep. Ich danke euch für die Gastfreundschaft. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns in 4 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Hausbesuch bei wem. Das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Bis dahin.